Gleich dürfen alle Hunde hinter dem Spielzeug herlaufen. Bacardis Frauchen wirft es ihm, aber Bacardi darf nicht hinterherlaufen. Zumindest nur ein paar Meter, und wenn sie ihn dann abruft, dann muss er stehen bleiben oder muss sich zumindest von dem Spielzeug abwenden. Ist halt eine gute Übungssituation, wenn es mal darum geht, dass plötzlich ein Pferd auftaucht oder ein Jogger oder ein Fahrradfahrer und der Hund ist im Toben, dass er dann trotzdem sich stoppen lässt und eben nicht in die Leute reinrennt. Jetzt ist das Spielzeug verboten. Selbst wenn ich das jetzt noch mal werfe, darf er nicht daran. Das heißt, ich werfe das jetzt an ihm vorbei, aber Frauchen hat es ihm gerade verboten und deshalb darf er da jetzt auch nicht hinterher. Gleich da vorne ins Platz legen, das heißt, da muss er bleiben, egal was passiert. Ob da jetzt Jogger vorbeikommen oder wieder die Fahrradfahrer oder das Pferd oder eben andere Hunde vorbeilaufen. Der Hund soll einfach lernen, egal was passiert, wenn Frauchen mich da ablegt, muss ich halt da liegen bleiben. Das ist jetzt schon fortgeschrittener, dass er da liegen bleibt und gleich vielleicht auch nochmal die anderen Hunde vorbeilaufen und Frauchen sich sogar versteckt. Wir binden zwar unsere Hunde nicht vor irgendeinem Geschäft an, aber einfach als Akzeptanzübung, dass der Hund weiß, egal wo mein Besitzer mich halt gerade hinlegt, da muss ich eben auch bleiben. Dafür ist das schon eine schöne Übung. Sie wird sich jetzt gleich verstecken und ich laufe noch mal dran vorbei mit den anderen Hunden und er muss da bleiben, wo er ist. In unseren Kursen im fortgeschrittenen Bereich machen wir auch draußen immer verschiedene Tricks, dass die Hunde vom Kopf her einfach ausgelastet sind. Zum Beispiel das Winken. Bacardi hat gelernt, wenn Frauchen mit der rechten Hand winkt, dass er ihr dann zurückwinkt. Mach's nochmal bitte. Genau, er winkt richtig, so wie wir winken. Und zur Belohnung gibt's dann natürlich sein Leckerchen. Dann gibt's das Männchen, das kennt man. Häufig machen es ja eher die kleinen Hunde, aber auch ein großer Hund kann es machen. Dauert ein bisschen länger als beim kleinen Hund. Dadurch, dass der Rücken so lang ist, muss der Hund tatsächlich erstmal die Muskeln aufbauen, dass er es überhaupt schafft, sein ganzes Gewicht eben in dieser Position zu halten. Sehr schön. Genau. Er hat gelernt auf den Fingerzeig und das Wort Peng, dass er sich erschießen lässt und dann auch wieder aufwacht. Dann kann er schön zickzack durch die Beine machen. Dabei wichtig, dass man, damit man selber schön gehen kann, dass man immer das gegenüberliegende Bein vom Hund nach vorne nimmt. Sprich, wenn der Hund rechts ist, geht das linke Bein vor und genau andersrum. Dann das Beck durch die Beine, dass der Hund vor Frauchen steht und rückwärts durch ihre Beine geht. Das kann er in beide Richtungen. Wie man sieht, hat er viel Freude dabei. Er kriegt ja auch sein Leckerchen danach, aber auch die Aktion an sich macht ihm schon Freude. Und er muss einfach vom Kopf her wirklich was tun. Anstrengender für ihn ist es immer, wenn es irgendwelche neuen Tricks sind, die er lernen muss, bei denen er sich halt wirklich noch konzentrieren muss, weil er ja noch gar nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt.